Pokal mit nach Hause nimmt. Die Jungs vom Bremswagen-Team aus Edelweid, André Scharre, der Teamchef, der Edelweichter, der normalerweise 12.000 PS Traktoren bremst, wenn er hinten drauf sitzt. Jetzt für den Bremswagen, der 1455 aus dem Kunstland, hier aus Alfstedt, von Christian Abraham, ist im Einsatz. Ach, Scharre sitzt drauf, findet er eine gute Spur. Erneut die Füße aus. Uiuiui. Ja, ich würde sagen, da ist immer noch viel Gewicht drin, ne? Bei der Edelweichter Crew. Und da wird jetzt noch mal kurz Rücksprache gehalten. Zuständig ist auf den großen Eurocup-Events. Aber okay, dafür ist Alfstedt auch da, ne? Ja, man kann auch mal testen, man kann auch mal was probieren. Die Jungs müssen lernen. Hier durch die Tür gehen. Bremswagen wurde noch mal leichter gemacht. Der John Deere 4055, Marci, hat die grüne Flagge bekommen. Der mächtige Johnny in der 7,5 Tonnen Standardklasse unterwegs. Er geht richtig gut, der 4055, den richtigen Gang gewählt. Jetzt geht er auf die Hinterachse, er lässt ihn tanzen. In der 7,5-Tonnen-Bauernklasse. Was macht der Nächste im Feld? Was macht der nächste Starter? Sehen wir den nächsten Fullpool. Richtige Gangweite. Also André hat gleich alles richtig gemacht beim 40-55. Perfekte Einstellung, perfekte Gewichtsbalancierung. Was macht ihr jetzt hier? Andreas Lindemann müsste das eigentlich sein. Aus der Nähe von Rendsburg. Lindemann, Dieselpumpentechnik. Es gibt unzählige Traktoren in Deutschland im Traktorpulling, die mit seinen speziellen Dieselpumpen fahren, die er getunt hat. Und jetzt kommt er mit seinem 1455 hier vor dem Bremswagen. Der Besitzer vom legendären Red Baron, der 1455, der kämpft hier, der kämpft. Da war noch ein kurzes Aufbäumen und dann kommt er doch zum Stehen. Was reitet dich denn jetzt noch in der Standardpolitik zu fahren? Ja, lass mich mal erzählen, ob Bescheid ist. Morgen. Ja, muss man dabei sein, oder? Ich versuche, dann kann man nicht gewinnen. Ne? Starten. Und die junge Edelweichter Crew ist im Einsatz. Hier in der Bauernklasse. Wieder ein IAC 1455, Bredehöft ist unterwegs. Kleiner Gang, rechte Bahnkante, Bauernpulling, 7,5 Tonnen. Und daran seht ihr, wie gut der Pull vom John Deere 4055 von Marci war. Im Einsatz. Unter anderem hier vorne der Abhack-Christian. Ja, alles gut bei dir? Läuft bei dir? Da ist die Kinnlade runtergefallen. Also das wird spannend. Schauen wir mal. Der nächste macht sich bereit. Ein 1255 XL ist unterwegs in der Bauernklasse. 7,5 Tonnen.
jeweils 55 Kekse mit ganz vielen Greifen drin unterwegs. Scheinbar optimal ausbalanciert. Er geht hier Richtung 80 Liter Marke. Und dann kommt auch er zum Stehen mit dem 12,55. Und schauen mal, wer den stärksten Traktor im Land hat. Hat hier einen spektakulären Full Pull abgeliefert. Leider sind die Gewichte abgefallen. Darum wurde er disqualifiziert. Macht ist ein Deutz Agro, der vor dem Wagen steht. Noch ist die Strecke nicht freigegeben. Jetzt die grüne Lampe und die grüne Flagge da. Das heißt, alle sind bereit für den nächsten Pull. Und am Ende gewinnt immer wieder der Bremswagen. So die Devise beim Traktorpulling. Die Rede ist von der Eigenkonstruktion, die hinter dem Traktor hängt, die speziell für Traktorpulling entwickelt und gebaut wurde. In diesem Fall der Bremswagen vom Edelwächter Bremswagen-Team. Die Goldabnahme besitzen. Es gibt drei verschiedene Kategorien. Es gibt Bronze, Silber und Gold. Gold berechtigt ein, internationale Läufe zu fahren, Europameisterschaften, Eurocups, die Champions League des Traktorpullings und weitere Veranstaltungen mit internationaler Beteiligung. Diese Goldabnahme besitzen momentan 6 Bremswagen in Europa. 2 davon gehören dem Edelwächter Bremswagen-Team. Traktor in der Sportklasse. Der Shell Power wird hier heute noch an den Start gehen. Da wird es dann noch ein bisschen schneller laufen mit der Back und dem Vorschub und der Einstellung. Und auch der Bad Boy wird noch starten aus Grasberg hier, aus dem schönen Teufelsmoor. Der deutsche Meister der Limited Freien Klasse, der kleinsten freien Klasse, die in der DTDU, in der deutschen Traktorpulling-Organisation gefahren wird. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Jetzt genießen wir erstmal ein bisschen Standardpulling, stärkt euch, holt euch was zu essen, zu trinken. Die Verkaufsstände sind offen, die Sonne scheint. Ja, Walter Behrens ist der nächste Starter, der sich bereit macht. Auch er gehört zu den 10 Kombis der Bremswagen-Crew. Er war früher der Fahrer vom Black Fighter, dem Bremswagen, der jetzt nach Großbritannien verkauft wurde, aus Deutschland. Abgestoßen den Wagen vom Blue Fighter Team. Also werden es trotzdem immer noch mit Pulling Virus ausgestattet. Er ist an der rechten Bahnkante unterwegs mit seinem John Deere. Er lässt ihn langsam steigen und wir sehen, dass es Richtung Full Pull Marke geht. Malte Behrens ist gut unterwegs. Es sieht nach einer neuen Bestzeit aus. Malte Behrens und sein John Deere auf der Hinterachse. Richtig stark unterwegs hier. Der nächste macht sich bereit für seinen Pull. Daniel Schneidereit müsste es sein, der unterwegs ist mit seinem Case. Für den Bremswagen, der nächste Starter hier beim Bauernpulling in der 7,5 Tonnen Klasse.
mit seinem zweiten Startversuch. Geht es wieder genauso spektakulär auf der Hinterachse, tanzend über die Ziellinie, das ist die große Frage. Die grüne Flagge ist draußen, er hat die Startfreigabe bekommen, der John Deere ist unterwegs, der mächtige 4050 aus den USA, der lange Zeit in Doho im Einsatz war und dann sein neues Zuhause bei André gefunden hat, bei Archie, wie sie ihn nennen. Und er ist auf der Hinterachse unterwegs, er lässt ihn steigen und wird ihn noch einmal wieder anfeuern, er tanzt, es ist der 78.0, es ist ja gar nicht der André. Startnummer 13, der Daniel ist es vom Blue Fighter Team, der hier auch richtig gekämpft hat. Heieiei, die Startaufstellung ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber trotzdem geiler Auftritt von Daniel. Übernimmt er die Führung. Bauernpulling 7,5 Tonnen. Richtig Spannung hier. Eben schon ein richtig, richtig geiler Pull. Auch er geht wieder an die linke Bankkante. So wie der Black Magic vorhin, der den Sieg in der Sportklasse eingefahren hat. Also es geht darum, die richtigen Profile drauf zu haben. Es geht darum, den richtigen Reifendruck zu haben. Die richtige Ballastierung zu haben. Dann müssen die Gewichte auch noch alle fest sein, dass wir nichts verlieren unterwegs. Und dann geht's los, dann ist man in der Bauernklasse dabei. Der Traktor ist angemeldet, schwebt auf der Hinterachse Richtung Vollmarke. Jetzt lässt er ihn steigen, der 40 Minuten auf den zur Heimat-Motorhake. Was schlagen von Paul? Jubel, 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 jubel! Der nächste John Deere ist unterwegs, der 6155 macht sich startbereit und hinten. Schauen wir mal, ob er uns hier auch noch einen Full Pull zeigen kann. Einer hat es gezeigt, wie es geht. Der Bremswagenfahrer vom Team Edelweg mit Full Pull. Der nächste John Deere ist unterwegs hier, hat die Nase vorn. Kleiner Gang wurde gewählt, ganz ruhig geht es Richtung Full-Pull-Marke. Am Start Jonas, auch aus dem direkten Umfeld vom Feldjäger. Mal gucken, was er hier wieder in Altstedt zeigt. Auch hier ganz nah in der Nähe aus Wüstewolde mit seinem Deutz. Auch nicht mehr so ganz original. Gestern auch noch mal extra geputzt hier für Altstedt. Alles rausgeholt, damit er glätzt und blinkt. Hier auch wieder Frontscheibe hoch. Schön aerodynamisch und jetzt langsam Richtung Full-Pull-Marke. Auch bei ihm hoffentlich die Gewichte vernünftig fest, Spanngurte sitzen gut. Komm Jonas, zieh ihn hin. Ein Meter nacheinander, das sieht super stabil aus. Weiter, weiter, weiter. Lass ihn steigen, der Halb steht dort. Da schwingt er sich auf, hat's gereicht. So, jetzt das Duell da vorne. Elektro gegen Diesel. Diesel gewinnt. Ja, das Finale in der Bauernklasse ist gestartet. Malte Behrens ist der erste Starter, der unterwegs ist hier mit seinem John Deere. Es
wird jetzt richtig spannend. Wer kann das Ding für sich entscheiden? Ist es das Pufalter-Team, was am Ende die Nase vorne hat? Malte Berns kämpft mit seinem John Deere an der linken Bahnkante und der Ballastier, der ist gut unterwegs hier in der 7,5 Tonnen Standardklasse. Der ehemalige Teamchef vom Pufalter-Team, 93,25 Meter. Ehrlich? Alter, das sieht ja aus wie im Wohnzimmer hier bei dir. Lebst du hier drin oder machst du hier? Ich sitze hier drauf, mehr Zeit wie auf dem, zu Hause auf dem Sofa. Sehr geil. Malte Berns, jahrelang mit dem Bluefighter Bremswagen in ganz Europa unterwegs gewesen. Bremswagen wurde verkauft und hat aber trotzdem immer noch Bock auf Pudding. Wir kommen zum nächsten. Wer sich bereit macht für das Finale, die 93,25 Meter stehen. Der Daniel ist der Nächste. Er hat nochmal Gewicht umgehängt. Er hat nochmal mehr Gewicht auf die Vorderachse gebracht, damit der Träger nicht so steigt. Und jetzt gibt er ihm die Spuren. Dem mächtigen John Deere kann er die Führung übernehmen. Daniel Schneiderwald, der zweite Funk-Fighter-Team. Auch er ganz stark unterwegs. Traktoren eignen sich perfekt fürs Pulling und das zeigt er uns. Ein starker Pull. Den Mann aus Wüstewohle und den Mann von der anderen Seite der Weser, Marci, macht sich bereit. Mit seinem John Deere, er war der Einzige, der einen Full Pull im Vorlauf hingelegt hat. Marci ist der Top-Favorit. Er hat uns schon zwei geile Full Pulls gezeigt, auf der Hinterachse tanzen. Kann er jetzt hier tatsächlich an Behrens vorbeigehen? Kann er die Fahne hochhalten für die Edewächter? Ein Finalpull steht an, die Flagge ist draußen, es geht los. Sehen wir nochmal so einen spektakulären Pull auf der Hinterachse. André Marsch ist vorne gut ausballastiert. Noch schweben die Vorderräder nur leicht übers Erdreich. Jetzt kommt die interessante Zone. 80 Meter. Die Bank drückt auf die Kuppe. Der John Deere steigt auf die Hinterachse. Es geht weiter. Es wird gefeitet. In jeden Meter. Und da gehen die Booster aus. Eieieiei, reicht das? Reicht das für die Weite von Malte Berns? Da hast du ein bisschen hochgepunkert. Was war da los? Im Vorlauf ging das einfach. Du, hast du mal gehört, der Bremswagen wird schwerer im Finale. Ja, der Jonas macht sich startbereit. Aus Wüstewohle beim Feldjäger vor der Haustür. Da wohnt er. Und er will hier jetzt den Sieg in dieser Klasse. Die Fans aus Wüstewohle, die Fans aus dem Kurzland feuern ihn an. Die Deutsch-Fans feuern ihn sowieso an. Kann er vorbeigehen an den John Deere-Piloten? Kann er tatsächlich hier das Ding für sich entscheiden? Das ist die große Frage. Er ist entspannt, der Jonas. Mit seinem Deutsch DX, mit dem guten alten DX, greift er jetzt die John Deere-Pilotin an. Entscheidung in Alfstedt in der Pulling Arena. Der Deutz wird gefordert. Der DX geht auf die 90 Meter. Der DX läuft. Der DX läuft. Der DX läuft. Das gibt's doch gar nicht. Das ist der Sieg für den Mann aus Wüstewohle. Riesen Applaus für den Jonas. Ein mega Pull, den er hier abgeliefert hat. Reicht das für Platz 1 am Ende? 93,25 Meter hatte Malte Berns, es reicht nicht. 92,07, es ist Platz Nummer 2. Jonas, Mensch, was war da los? Alter, ich hab dich schon vorne gesehen. Was war da los? Die letzten 2 Meter. Weiß ich auch nicht. Irgendwie hätte besser klappen können, ne? Sieger hier rum, kommt einmal zu mir. Malte Berns, bitte einmal zu mir. Der Jonas aus Wüstewohle, bitte auch einmal zu mir. Und André vom Team Edewecht, bitte ebenfalls auch zu mir am Ende die Bahn. Hat sich jetzt noch was geändert zum Finale? Bei Daniel hatte ich gesehen, der hat noch Gewicht umgehängt. Ne? Hast du noch was anderes gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Einfach so lassen, wie es ist. Bei dir war der Gang zu groß. Das war mir klar. Und der Deutschpilot, der Lokalmann, Jonas, hast du noch was geändert? Nee, gleichen Gang. Gleichen Gang, gleiche Gewichtsverteilung. Ja, genau. Gleiche Spur. Genau. Das war dein einziger Fehler. Okay, komm her, wir machen Sieger herum.
Also, der dritte Platz für Maggi hier vom Team Edelweg. Ein Riesenapplaus für André mit seinem John Deere 4055, 91,53 Meter im Finale. Platz Nummer 3. Erstmal auf der Bühne. Dann gibt es die Pokale und dann gibt es Küsschen. Ja. Seine Frau steht da. Also. Der zweite Platz, der geht an unseren Lokalmoderator. Da will ich euch alle klatschen hören. Einen riesen Applaus für den Jonas aus Wüstewohle. Mit seinem Deutz DX. Und er hat so viel Pulling-Erfahrung. Der Traktor ist jeden Tag im Einsatz. Und heute holt er sich Platz 1. Malte Behrens im Finale. 93,25 Meter. Einen riesen Applaus für den John Deere-Piloten. Ja, zeigt nochmal eure Pötte. Wir machen nochmal ein Foto für die Sieger. Starker Auftritt. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. Ich freue mich auf die nächste Runde.